Ich würde. Schwörst du, oder? Verdammt! Ja, verdammt, genau. Das hätte ich jetzt aber auch gesagt an deiner Stelle. Da ist eine Tür entriegelt. Mhm. Wo geht's denn da hin? Ah, Bankterminals. Kann man hier irgendwas hacken? Nee. Warum konnte ich denn das jetzt entriegeln? Einfach so, weil ich es kann. Okay, verstehe ich schon. Aber warum zum Teufel haben die hier lauter Automaten zu stehen, Alter? Oh, bestimmt schon alle. Manu. So erreichen. Was wollen wir denn hier erreichen? Wo müssen wir denn, was ist denn hier hinten überhaupt? Ach, hier ist irgendwas. Okay. So, hören wir uns mal das Audiolog an. Ja, verpiss dich. Ich nehme auf. Jo, okay. Mein Vermächtnis. Arax Vermächtnis. Lucky Quinn bekommt den ganzen Respekt. Die scheiß Mumie und sein Schlägertrupp sind das alte Schikan. Er lebt immer noch in den wilden 20ern, der Typ. Ich hab ein paar Deals mit dem alten Sack am Laufen, aber ich vertraue ihm nicht. Und er mir nicht. Fuck. Immerhin sprechen wir dieselbe Sprache. Ja, reicht doch, oder? So, letzte Dinge hier, oder was? Sieht gut aus. Das kleine Problem lösen wir gern für euch. Töten oder fliehen? Natürlich hat er eine Wumme. Ja. Pass auf, er hat eine Wumme, Alter. Na, wie sind die drauf? Meinen die, sitze hier und warte, bis jemand kommt, oder was? Ja. Die sind schon wieder her. So, jetzt mal nachladen. Da ist ja schon einer. So, wann kommt der nächste? Ja, so, wann kommt der nächste? Ach, das ist ja der nächste. Kopfschuss. So, noch einer. Euer Ernst? Alter, ist das euer Ernst? Ach, kommt schon. Das könnt ihr doch besser, oder? Ja, bitte, bitte. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwester retten. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich seh dich dann. You see ya later, Alligator, oder was? Ja, das war ja mal wieder eine schöne Mission, wa? Die war gut. Sitze gut? Okay. So, du sitzt auch gut. Hier geht's auch gut. Ja, hallo? Tobias, woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Dazu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Aber nur vielleicht. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Guck
Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jede dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools und in der Nähe befindet sich jeweils ein verworfenes Audiolog. Finden Sie alle neuen Kisten, um spezielle Missionen freizuschalten und mehr über deren geheime Hintergründe zu erfahren. Im Fortschrittsrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie gefunden haben. Okay, naja gut. Das ist ja optional alles. Dann machen wir das mal. Wie gesagt, wir sind hier für die Story, um dann mit Watch Dogs 2 weiterzumachen. Schnellreise. Ja. Na dann. Haben wir ja noch nie benutzt. Können wir die auch mal benutzen. Dann reisen wir halt mal schnell dahin. Oh, es geht ja wirklich schnell. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass das ein bisschen länger dauert. Aber okay. Omas Bulldogge. So, so. Ja, gucken wir mal. Aus der Ferne verbinden. Na gut, dann verbinden wir uns mal hier aus der Ferne. Ja, immer schön die Türen zumachen. Wir heizen nicht umsonst. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Vielleicht wäre das Team ja gerne intim. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Vielleicht finden. Wieso ist denn eigentlich ihr Visum abgelaufen? Woher kommst du denn eigentlich? Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Nee, hat wahrscheinlich auch keiner behauptet, dass das nur einfache Gangmitglieder sind. Na, da jetzt irgendwie. So, wo müssen wir noch hin? Nee, da ist nichts. Ah, jetzt von da und dann von... Ah, jetzt. Okay, hab's verstanden. Und jetzt mal in die Richtung und dann sollten wir's haben. So, sehr gut. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Da steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich bin kann beißen. Ich bin nicht nur. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zweck ist Kinderkram. Ich bin die Zukunft. Ich gehe das nur ein. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Gehen wir mal hier drüben auf die. Jetzt streiten die sich wegen dem Fahrstuhl, geil. Du weißt genau, wovon ich rede. Verdammtes Arschgesicht. Du bist doch der Einzige hier. Na los, ich glaube, ich schreibe. Ach schon. Hast du mich verstanden? Scheiße. Du Ficker. Du
Verpiss dich endlich! Ist hier noch irgendwas? Nee. Ja, dann laufen wir mit deiner Kamera ein bisschen. Vielleicht gibt's hier. Ach, da hinten muss ich. Ah, okay. Ja, ja, gut, 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 gut. Ja, weiterlaufen, weiter, du, weiterlaufen. Ja, sehr gut. Hacken. Wo ist denn überhaupt irgendwas? Ah, das eine haben wir schon mal offen, okay. So, da lang und du da lang. Das war ja noch einfacher als das andere. Werden die nachlässiger, je weiter man nach oben hier kommt, oder was? Da hinten ist was zum Hacken? Ne, da oben. Da ist noch was zum Hacken. Da ist noch eine Kamera. Scheiße. Das bringt gar nicht so viel, die Kamera, oder was? Wo gibt's denn hier noch? Na, da hoch kommt man nicht, oder? Mal die Kamera benutzen. Ja, doch, da oben ist noch ein. Ah. Na, habt ihr Spaß? Ah, das ist ja gut. Freut mich für euch. Schön, dass immer alle so paranoid sind und überall Kameras aufhängen müssen. Das macht es einem doch relativ einfach, hier alles zu hacken, oder was? Mal gucken, ob man mal... das haben wir offen, das haben wir offen. Dann müssen wir da noch hin. Und da noch hin. So, das müssen wir auch aufmachen. Dann müssen wir da hin. Und wie kommen wir denn da hin? Ach so, okay, ah, gut, das hätten wir auch geklärt. Ah, wie gesagt, es ist doch alles gar nicht so schwer. Das CTOS ist das Beste, was Blumen für Chicago... Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Deshalb ist die Konkurrenz hoch. Warte, man weiß das nicht. Kann man das nicht? Setzt man sich mit ihrer eigenen Hand. Mein Autosheim. Geschützt durch allerneueste Sicherheit. Also 12 Meter, ja gut, der muss hier wieder zurücklaufen und dann. Dann sollten wir ja wieder einen Schritt weiter sein. Nee, falsche. Ah, mal gucken, wo der hinläuft. Vielleicht ist es doch nicht falsche Richtung. Kamera, 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 Kamera. Da gibt's eine Kamera. Achso, falsche Taste. Wunder mich gerade, warum nimmt der denn die Kamera nicht? Ah, very good. Da hinten ist noch eine Kamera. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann, ah doch, dann sollten wir doch in die richtige Richtung jetzt kommen, oder? Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Aha. Also kommen wir da so nicht rein, oder was? Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Bad Bug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Nur, dass du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldogge? Die hässliche kleine Tülle? Fathead. Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Der Penner schon wieder. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill, so ging das nicht ab. Ich glaube, Sie müssen verstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation.
Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampel, man kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Sagst du gerade, du Penner? Alter, hau ihm eine rein. Hau ihm eine rein. Go. Ach, doch nicht. Oder doch? Das war so klar, das war so klar. Das ist so ein Trottel, Alter. Au, drauf. Alter, das war klar. Hätte ich dir auch vorher sagen können, dass er so endet. Du. Einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Sehr gut. Sonst noch was? Nö, nö. Alle Dude, alle Dude. Und nu? Wie kommen wir da jetzt rein? Muss ich mich jetzt durch das Haus durchschießen, oder was? Alle abknallen, die da drin sind. Alles klar, ich mach's doch gerne. Leichteste Aufgabe, hallo. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bedbug, der wird für mich dabei gehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Ja, dann suchen wir uns mal was zum Erpressen, was? So, das haben wir gemacht, ne? Mal gucken, was als nächstes kommt. Omas Bulldogge war erledigt. Was kommt jetzt? Fortschrittbelohnung, jawohl. 1000 EP, na ja, sehr schön. Ja, hier stehen auch lauter Server von denen rum, oder was? Oh, sieh mal die Hure in Apartment D. Schöne Titten. Sehen aus wie zwei Steine in nasse Handtücher gewickelt. Oh, Apartment F. Eine Schwuchtel, aber süß. Alter, ich würde ihn nehmen. Und natürlich Apartment N. Bis jetzt ein Drogendealer, ha? Kaum erwarten, bis dir einer von den Junkies die Kehle aufschlitzt und deine Leiche schändet. Geil. Oh, Zeit für eine neue Windel. Ah, die Oma ist gut drauf, ha? Die Oma ist echt gut drauf. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen, ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Genau, so gut, dann so, mal kleinen Moment, gehe ich mal an meinen Fähigkeitenbaum. Wie viele? 12 Punkte schon. Oh. Da kann man ja ein bisschen was. So, Gegnerkommunikation. Hacken Sie Gegner, um sie mit einer Rückkopplung zu dingsen. Ja gut. Können wir einfach mal nehmen. Ist ja egal. Was gab's denn hier noch so? Erhöht die Geldmenge. Ja, Geld können wir, glaube ich, vielleicht mal irgendwann gebrauchen, aber egal. Markiert Zivilisten, die gute Heckbelohnung versprechen, wie Systemschlüssel, volle Bankkonten und Luxusfahrzeuge auch noch. Aha. Okay, so. Ah, hier drüben wollte ich, glaube ich, was machen, ne? Ah, genau. Kann ich die Helikopter kurz ausschalten? Das ist ganz gut. Ich meine, ich brauche das noch nicht so. 5 Punkte noch. Mittlere Zeit ausschalten. Dampfleitung. Ach, und da kann ich die Dingsies machen. Okay, also was hatten wir hier? Um Trafos zu überladen und eine große Explosion. Große Explosionen sind immer schön. Je größer die Explosion, umso besser. So, gibt's. Ach, beim Fahren können wir jetzt nichts mehr machen. Hier können wir noch was. Was ist das? Ja, das können wir auch nochmal machen. Mal so oft wie wir schießen, hätte ich vielleicht mal da alles machen sollen. Egal. So, haben wir uns ein bisschen geupgradet hier. Dann gehen wir mal. Also hier könnte man echt noch 1000 Sachen machen, so wie ich das jetzt hier mal sehe. Ach, hier könnte ich mich ausruhen, ne?
klingelt erstmal das Telefon. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Hayden Peace aus. Bist du bei Nikki? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nikki reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nikki, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, ja. Es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, habe ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nikki übrigens auch. Ja, dann schauen wir mal, wa? So, wo ging es jetzt hier raus? Ach, da hinten ist der Container. Dann gehen wir mal hier oben rum. Kann man eigentlich überall schnell hinreisen, oder was? Das würde ja Zeit sparen. Ach, da. Aber nie. Nee. Aber wahrscheinlich nur zu verstecken und so. Na, ist egal. So, den Punkt haben wir erstmal gesetzt. Und dann gehen wir mal weiter.